Heute, was geht ab, Leute? Hier? Erster Döner im neuen Jahr. Neuer Monat, neuer Döner des Monats bei Hans Kebab. Digga, ich hoffe, die haben Klo. Ich muss dringend pinkeln. Kuss geht raus an Riedmeier für die Toilette. Ein YouTube-Kanal, der überall Toiletten abcheckt und so Reviews über Toiletten macht. Wie sauber sind die? Kann man öffentlich einfach hin? Muss man davor was kaufen und so? Das würde ich auch feiern. Ja, was geht ab? So. Was Neues, Abi? Hi, servus. Gibst du uns zwei Döner des Monats? Wollt ihr hier essen? Wir wollen hier essen, ja. Warte, ihr habt auch so ein Meat, ja genau, und gib mir so ein Meatless Kebab. Meatless ist momentan nicht liefert. Ah, okay. Die Red Fine Meat ist eine israelische Firma. Ah, okay, dann vergiss es. So Leute, Döner des Monats. Knuspriges Dönerbrot oder Dürüm, für uns natürlich immer Döner, Kalbfleisch und Hähnchenspieß, Salatmix, Wild, Preiselbeeren, Smoked Aubergine, Kirschtomaten, türkischer Schafskäse, Spezial-Hans-Kebab-Soße, Joghurt, klassische Schnittlauchsoße, Sumak und Silka-Chilis. Okay. Hast du zugehört? Wild Preiselbeeren, Smoked Aubergine. Smoked Aubergine, Preiselbeeren. Heute mal die Location, Leute. Sonst sind wir immer am Viktualienmarkt, aber der hat sonntags nicht offen. Der High-End-Döner, ne? High-End-Döner, kommt noch. Wir haben einige Döner-Videos noch vor, Leute. Menschen haben ja immer so Neujahrsvorsätze. Hast du dir vielleicht vorgenommen, ein wenig netter zu werden? Kein Fall. So. Kirschtomaten, guck mal, sehr geil. Brot, geil. Brot fühlt sich echt geil an. Oh shit. Vielleicht der beste Döner des Monats. Oha! 2024 oder was? Komischerweise dieses. dieses Preiselbeer-Ding kommt richtig gut. Oha! Wirklich was? Also kann ich mir vorstellen, weil. Auf Schnitzel und so kommt es auch geil. Preiselbeersoße, Leute. Ja, Sandwich, oder? Oh, das vom Kritischen. Okay. Würde sogar vielleicht sagen, besser als der normale. Oha, was passiert hier? So, da bin ich aber extrem gespannt. Wirklich extrem gespannt. Erster Döner im Jahr. Ist ja voll. Aber kommst du mir so vor, oder ist das Fleisch aber auch schmackhafter? Mhm. Ja, finde ich auch. Schon, gell? Also würziger hier. Ja, finde ich auch. Als Viktualien macht. Ja. Mhm. Also Berge kommt echt gut, ja. Aubergine. Was ich daran geil finde, der ist wie eigentlich ein relativ normaler Döner. Es ist nicht zu viel daran gemacht, finde ich. Ja, Aubergine findest du ja auch im normalen, so normalen Gemüsekebab, ja. Da sind die Soßen geil und die Preiselbeere kommt krass. Und Kirschtomate sowieso gut. Mhm. So? Reicht würziger als sonst. Würziger als sonst, ja. So geht's. Brot ist gut. Schön warm. Ich muss sagen, guter Start für 2024. Interessanterweise, ja.
Die hatten ja einmal Ananas drin, ne? Das war auch so leicht süßlich. Mhm. Weißt du noch? Irgendwie was Süßliches kommt echt gut in dem Ding. Uns gefällt immer anscheinend etwas leicht Süßes dem Döner. Der kann echt was, der. Ich würde auch sagen, der ist wahrscheinlich besser als die zwei normalen. Weil die zwei normalen sind halt Standard, Basic. Hier gibt es nochmal einen gewissen Kick. Brot ist wie immer top. Brot ist wie immer top. Königsbissen-Territorium. Nicht ganz so wie bei anderen Dönern, aber mehr als sonst. Mehr als sonst, oder bei uns. Hier hat sich das Brot ein bisschen vollgesungen. Normal, da passiert gar nichts. Ja. Falsche Location immer, Leute. Eigentlich müsste es ja derselbe Spieß sein. Eigentlich müsste es ja derselbe sein. Ich weiß nicht, ob die den im Nachtrag nicht nochmal würzen. Guck mal, er sieht an ihm. Weil er der Co-Chef ist. Boah. War schon gut. Wann hattest du deinen letzten Döner? 12,50. Letzter Döner? Das ist meiner schon weit her, vielleicht nicht. Meiner ist auch lange her. Was sagst du? Der war gut. Der war besser als der normale. Der war erstaunlich normal. Ja. Das war wie ein normaler Döner. Ja. Mit Kirschtomaten und einfach zum Halten. Und die Chilis habe ich nicht gemerkt. Chilis habe ich auch nicht gemerkt. Die Auberginen habe ich jetzt auch nicht wirklich gemerkt. Das ist nicht weder gut noch schlecht. Ja, Auberginen, ja. Ciao, war sehr gut. Der war echt gut, Leute. Der macht glücklich. Okay, ganz ehrlich, von allen Döner des Monats heute der beste, 100%, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nichts Ausgefallenes, aber... Nichts Ausgefallenes, ja. Ja, die Kaiserbeersoße ist schon ausgefallen. Ja, eigentlich schon. Aber man isst eigentlich schon... Man isst es schon mit deftigen Sachen, also man kennt es eigentlich schon, ja. Und ich fand jetzt aber nicht mit Döner. Gut sonst. Wir haben ja sonst die normalen Soßen noch drin gehabt, glaube ich. Ja. Den Käse fand ich gut, ich finde den immer besser als Feta. Feta ist mir immer ein bisschen zu trocken und zu salzig. Ja. Das nimmt mir zu viel Geschmack ein und den habe ich fast gar nicht gemerkt. Ja. Aubergine kann man auch weglassen. Vergessen, ja. Die hat man nicht. Und diese Chilis hat man auch überhaupt nicht gemerkt, aber ist gut so. Ich fand den gut. Wie gesagt, besser als die normalen. Die müssen nur einmal, das muss ich im nächsten Mal sagen, die sollen diese Kirschtomaten, die sollen die vierteln. Ja. Und dass man auch hinten noch ein paar Kirschtomaten hat, weil die sind endgeil. Ich habe 2 Bissen gehabt mit Kirschtomaten. Dann waren die weg. Ja, dann musst du mit extra Kirschtomaten bestellen. Entweder mit extra Kirschtomaten, aber ich glaube, dann wird er zu voll. Ich glaube, du musst die einfach klein schneiden. Okay. Dann hast du bei mehr Bissen Kirschtomaten. Das kommt krass an. Das ist das Einzige, was sie noch machen müssen bei dem. Dann ist der gut. Ich habe schon seit längerem vor, die Top 10 Döner in München. Ich schnapp mir ein paar Jungs ein Auto und dann fahren wir jeden ab. Und das wäre dann durch 4, jeder isst 2,5 Döner. Jetzt kommt er und sagt, ja, das geht eigentlich so nicht, weil dann isst man nur 2 Bissen. Und die 2 Bissen sind nicht dieselben Bissen wie am Ende des Döners zum Beispiel. Oder Mitte des Döners oder Anfang des Döners. Und ja, da hat er recht. Da hat er recht. Ja. Döner testen ist eine Wissenschaft für sich, Leute. Wir sehen uns. Servus. Döner des Monats Januar 2024. Hans Kebab. Bisher der beste, den wir getestet haben. Das Lustige ist halt, das war noch der normalste Döner. Also wie normaler die Döner des Monats, desto mehr taugen die uns. Was ich aber nicht schlecht finde, dann kann man besser rumexperimentieren, was einen Döner besser machen würde. Dann sagen wir, da sind 2-3 Zutaten, wilde Zutaten, da kannst du schwerer unterscheiden, hey, dadurch, durch Zutat XY, ist der Döner jetzt besser. Aber so kannst du genau sagen, hey, genau diese eine Zutat, die wilde Zutat, hat den Döner schlechter oder besser gemacht. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Und so wild ist das jetzt auch nicht, weil man isst ja Preiselbeersoße mit Schnitzel. Und wenn man das ein bisschen abstrakter betrachtet, dann ist es ja nichts anderes als eine normale Dönersoße, die ein bisschen Stückchen noch hat und ein bisschen süß ist oder süßlich. Das einzige Mysterium ist halt, ob die 2 Filialen unterschiedliche Qualität haben, weil der hat uns auf jeden Fall besser getaugt. Müssen wir mal beobachten. Das war's von mir und dem noch kritischen Boss. Schaut's gerne vorbei. Ansonsten wie immer liken, subscribe, kommentieren, check die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Ja?